Cadet European Judo Cup ist zurück in der Stadt. Zwei Tage lang messen sich im Sportforum die besten Nachwuchs-Judoka. Die internationale Nachwuchsspitze ist in Berlin angekommen und haut gleich richtig auf die Matte. Beim European Cup gastieren aber nicht nur europäische Gäste, sondern auch internationale Kämpfer aus 35 Nationen. 573 Judoka füllen die Halle im Sportforum in Hohenschönhausen. Gekämpft wird auf 5 Matten und innerhalb der verschiedenen Gewichtsklassen. Aus Berlin sind 20 Athleten dabei, die beim prestigeträchtigen Turnier um die Platzierungen und natürlich einen Platz auf dem Treppchen kämpfen. Unter anderem Cheyenne Schneider, die 17-jährige Berlinerin, hat noch eine große Sportkarriere vor sich. Und das sah man auch im Finalkampf gegen die Tschechin Esther Svoboda. Der Wettkampf hat gut angefangen, habe den zweiten Kampf leider unglücklich verloren. Und dann habe ich mich stark zurückgekämpft und habe gezeigt, dass ich heute Platzierung machen wollte und mich dann am Ende super. Spitzenleistungen sind gefragt, denn der European Cup ist das entscheidende Nominierungsturnier für den Höhepunkt des Jahres. Die Europameisterschaft und auch die internationale Konkurrenz ist auf dem Weg dorthin und nutzt das Turnier in Berlin. Ich bin da einfach hingegangen, um einen Kampf zu gewinnen und so. Ja, dann letztendlich Dritter werden, das ist sehr gut, finde ich. Und da sieht man auch insbesondere, die Türkei weiß, wie man siegt. Nunes Mubera in der Gewichtsklasse unter 40 Kilo und Omer Aydin in der Gewichtsklasse über 90 Kilo. Aus deutscher Sicht überzeugten natürlich in erster Linie die Teilnehmerinnen im deutsch-deutschen Finale Rafaela Igel und Jasmin Heinz sowie Cheyenne Schneider. Aber auch Loseni Kone mit Platz 3 über 90 Kilo aus Hamburg. War alles ganz gut. Am Anfang dachte ich so, dass es heute nicht so läuft, weil der erste Kampf ziemlich anstrengend war. Ich war einfach nicht so in Form, habe ich mir gedacht. Aber dann nach dem zweiten Kampf war es dann ganz gut. Am Ende des harten, spannenden und doch fairen Judo-Wochenendes folgt für die Nachwuchselite ein gemeinsames internationales Trainingscamp in Berlin. Von den hochklassigen Wettkämpfen kann sich keiner erholen, denn der Höhepunkt des Jahres steht dir direkt vor der Tür.